kaum läuft die Aufnahme, hat der Robin schon seinen ersten Dino erlegt. Das ging aber fix hier. Ja, herzlich willkommen. Bei einem höre ich gar nicht aus. Und wie gehabt, wir sind unterwegs zusammen. Der Snakebite und der Eximul. Da freut er sich, der Robin. Genau. Ja, und wir haben uns wieder frisch ausgestattet mit Munition, wie ihr sehen könnt. Ordentlich passende Munition wieder dabei. Siehst du, ich könnte mal wieder den Bogen ausrüsten. Den da rein, weil ich habe ja vorhin die 308er weggeschmissen. Da waren nur noch 5 Schuss dabei, das lohnt sich natürlich nicht mehr. Dafür nimmt die Waffe zu viel Platz weg. Jetzt haben wir beide gleichzeitig geschossen. Na, mal gucken. Dann scannen wir ein. Davon gehe ich auch raus, aber mal gucken. Siehst du? Ah, okay. Hatte mir eine Millisekunde zu spät geschossen. Egal. Na, hat wohl gerade Flintenlochkugeln drin. Ach, guck mal, da hinten links, da ist noch ein zweiter Uta drin. Dann kannst du den meinetwegen gerne den Uta haben und ich nehme den Triceratops. Dann machen wir das so. Ach, das ist aber auch irgendwie nervig hier mit der Munition mal wechseln. Aber egal. Eine Zeit lang bin ich ja mit 2 Shotguns rumgelaufen. Einfach wegen dem nicht mehr wechseln müssen, der Munitionsart. Links T-Rex. Auf dem Ohrchen. Ja. Ja, aber ich... Direkt hier hinter dem Hügel. Der Triceratops rennt schon weg, weil er Schiss hat. Eins ist der Uta, der Nein, das ist ein Triceratops, der da steht. Der hat Schiss vor dem Uta. Na sag mal. Jetzt aber. So. Jetzt rennt der Triceratops weg wegen dem Rex. Da kommt da. Dim. Hat er ein Droppot-Signal schon gesetzt? Ich weiß gar nicht, nee. Komm. Oh. Munition noch wechseln. Ja. Schnell. Wo ist er denn? Was hast du für eine Waffe? Die 700er oder? Jo. Achso, du hast die fette überholt. Ja klar. Du Dino-Jäger. Oh, wir haben wieder tolle fraktale Fernglas-Design. Ganz modern heutzutage. Es ist nur ein kleiner T-Rex. Quasi ein bisschen zu groß geratener Uta. Aber nichtsdestotrotz kann ja ziemlich Probleme machen, wie wir schon in ein paar Folgen gesehen haben. Gerade die 6000er machen ja so einen Alarm. Unfassbar. Wie weit ist weg? Okay. Der müsste ja mich ja gesehen haben. Na nu, ist der auf beiden Augen blind oder was? Jetzt kommt da. Da war der letzte Schuss sinnlos. Würde ich auch sagen. T-Rex platt gemacht. Ach komm. No. Ah, der ist mir schön ins Herz reingelaufen. So, Erhaltungszustand. 100%. Erster Sieg des Tages. 20% plus mehr XP. Yay. So, wir haben Vorrichtung zur Artus Folly zu laufen, das ist genau in die Richtung, wo ich gerade hingucke. Weil da auf der, sag mal, Westteil der Map sind einfach wesentlich mehr T-Rex unterwegs als hier bei Madame. Deswegen gehen wir da meistens darüber ins Gebiet. Und da war der Triceratops tot. Schön. Schön in den Hals rein. Kann ja mal
mal gucken, was sieht denn unsere Statistik aus? 6 Abschüsse. Du hast 11. Bin halt schießwütig. Zacki, zacki, schönes Herz rein. So muss das sein. So, wo ist denn der Robin? Hier oben. Hier war eine Kiste. Mit 3 Buckshot. Wo bist du? Da oben auf der Basis oder wo? Nee. Hä? Womit sehe ich mich gar nicht? Ich bin 240 Meter von dir entfernt. Mann, das ist so schwer zu sehen manchmal. Weil der Text dann bei 200 Metern ausgeblendet wird so langsam. Und mit weißer Schrift ist das halt auch nicht gerade einfach. Hinter mir warst du. Wörtlich. Wie Oma. Genau. Zack. Nächsten. Könnt ihr mal so ein Video mit One-Shot-Kills machen hier. So langsam. Im Prinzip ist das ja quasi schon so, aber... Mal so direkt aneinander schneiden die Videos, das wäre irgendwie auch witzig. Ja, das habe ich irgendwie mal... Ich habe ganz viele Videoschnipsel rumliegen. So 20, 30 Stück. Ja, ich würde das auch machen, aber ich habe immer keine Lust, das zu schneiden. Das ist auch der Grund, warum ich es auch nicht gemacht habe. Dennis hat sich ja mal die Mühe gemacht. Sieht natürlich dementsprechend spektakulär aus, aber... Naja. Ich dachte mir dann so, Mensch, das ist eh geil, das haben die Leute eh schon gesehen, die ganze Kill-Orgie, dann müssen sie sich nochmal in komprimierter Form sehen. Die Leute, die bei mir zugucken. Vielen Dank übrigens mal an euch, die da tapfer weiter mit mir dabei sind. Oder mit uns. Und... Ja, was haben wir da oben? Da ist ein Triceratops. Ja, dann nimm du den da oben. Ja, der, nee, der ist so weit weg, den kannst du haben. Yeah, ich nehm nee. den hier vorne. Nee. Der ist viel näher dran. Guck mal, wenn ich jetzt drauf schieße, dann kommt der direkt zu mir. Ja, und nicht töten. Na egal, ich krieg auch XP. 2% ja. Schaden gemacht. Boah, ja. Kräftig. Laufen wir beide im Schlafanzug durch die Gegend. Klar. Hat der eine mich auch gefragt, warum wir eigentlich ohne Tarnkleidung rumlaufen, oder ich. Alter. Na, weil die echten Jäger natürlich Dinos zum Frühstück essen, da hat man noch keine Tarnkleidung an. Nee. Wir legen unsere Dino-Fell halt um unseren Körper rum. Genau. Um unseren Astralkörper. Wir tarnen uns mit Dino-Kleidung. Ja, das ist wesentlich effizienter. Genau. Tarnungsstufe 10. Genau, ich meine, wenn man sich vor Dinos verstecken möchte, versteckt man sich einfach als Dino. Richtig. Da kommen die nie drauf. Vor allem, wenn man zu zweit spielt, dann kann man sich als Triceratops erklären. Der eine ist vorne. Ja, genau. Da kommen die nie drauf. Ja. Und dann nehmen wir den Triceratops-Horn und machen wir Müh. Und dann kommen sie alle an und dann können wir sie töten. Genau, und dann sagen wir Tata, Überraschung. Wir sind doch keine Triceratops. So. Ja. Haben wir denn hier wenigstens mal ein paar Kisten irgendwo? Da ist eine Kiste. Ja. Gerade dran gedacht, dann ist ja da schon eine. Vielleicht sollte ich mal was dran denken. Aber ich habe es zuerst gesehen. Egal. Oh, ich sehe sie sogar schon. 14. Ja, 14. Dann pass mal auf. Ja, jetzt hast du 15. Wow. Ja, ich habe nämlich in meiner Kauforgie vorhin natürlich vergessen. Ich meine, guten Kompo-Bogen gibt's ja leider nicht, aber ich habe mir natürlich auch vergessen, eine Axt zu kaufen. Egal. Dafür habe ich jetzt 90 Schuss für die 700er. Das sind mindestens 3 Triceratopse, die ich damit töten kann. So, das heißt aber, du musst erstmal noch einen seltenen Dino töten, damit du wieder eine Axt bekommst.
Ja, oder halt irgendwie nochmal sterben und mir die kaufen. Tja, aber das müsste man eigentlich echt auch mal ändern, weil das lädt ja geradezu ein, einfach zu sterben und dann sich Neues zu holen. Richtig, ja. Macht eigentlich nicht so wirklich Sinn. Nö. Oh ja, 4 Magnum-Schüsse. Ein Triceratops. Das ist meiner. Ich hab ihn zuerst gesehen. Ah. Na dann schieß doch drauf. Peng. Tot. Ich hab gesagt schießen. Hab ich doch. Nee, das war höchstens ein Mundschuss, aber kein Schuss. Oh, Rex, oder? Nee. Nee, das war Triceratops. Ja, mit düsterer Magenverstimmung. Entdeckt? Nee, dich. Als wenn die mich ignorieren manchmal so. Ja, das haben wir aber schon öfters festgestellt, dass sie dich einfach ignorieren. Aber der Ute, der hat das vorhin genau anders gemacht. Er wurde von mir angeschossen, ist aber zu dir gerannt. Ja, das ist genauso, wenn ich einen Rex anschieße, läuft er zu dir. Ja. Wahrscheinlich. Kann man immer schön taktisch planen, da sag ich. Der Robin stirbt gleich. Ja genau, und schießt auf den Rex. Genau. Ah, ich weiß noch, am Anfang des Spiels, als es noch in der Beta war, war das noch viel besser. Wie, was heißt unterm... das war mal in der Beta? Das Spiel ist in der Beta, immer noch. Eigentlich ist es eine Alpha, was das hier ist, aber... Die Entwickler erzählen das, glaube ich, dir nicht. Nee, eigentlich ist es ja noch irgendwie so eine Alpha, so eine Running Alpha. Ist schon eine spätere Beta, aber trotzdem, es ist eigentlich noch ein Beta-Status. Der Zustand des Spiels ist teilweise, was so die Fehler und Bugs anbetrifft, schon heftig. Ja. Wo war ich da dann? Ja, ich da ist auch so ein Punkt auf der Minimap. Ich habe auch einen. Yay. Ja, und was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, dass am Anfang, da hatten die Rexe, da sind die alle schön hinterhergelaufen und man konnte Munition auch nicht stapeln. So richtig tolles Zeug eben. Ja, und da muss man sich ja... Ja, da musste man... Ja, natürlich war das... Und da musste man sich halt von den Dienst auch noch verstecken, weil man halt einfach... Weil die haben einen gesucht, da konnte man sich nicht gegen wehren. Ja, und das Beste war, ich lag in so einem Gebüsch und dann kam der Matthias angerannt und dann einfach 2 T-Rex im Schlepptau. Das Ergebnis ist, sowohl er als auch ich sterben. Yay! Aber es war lustig. Ich wollte halt ein bisschen Fangen spielen mit den T-Rexen. Und so, da liegt der Robin im Gras. Ach komm, locken wir die T-Rexe zu dem Robin. Der hat bestimmt Spaß damit. Genau. Hat er auch gehabt. Ja, definitiv, also so ein kurzer, also zumindest die T-Rex hatten definitiv ihren Spaß daran gehabt. Die gefällt ja sowas. So, wir haben hier ganze Menge Triceratops um uns herum. Der läuft weg, okay, dann lassen wir mal weglaufen. Den holen wir uns mal später irgendwann. Mhm. Boah. Es klang gerade bei mir zumindest so, als ob der Quetzer angegriffen kommt. Aber das würde mich aber auch nicht verwirren oder überraschen, wenn das Spiel es trotzdem macht. Dass der Vogel einfach halt uns im Wald angreift. Nein, im Wald, das machen wir nicht. Ab und zu beim Waldrand halt, das kommt vorher, aber im Wald nicht mehr. Ich traue es dem Spiel zu, dass es das macht. Hat es früher, ja. Ja. So, wir sind fast beim Damm, sag ich schon wieder. Mensch Gott, es wird spät langsam. Der Atlas Folly. Genau, wir sind fast. Kann man ja fast verwechseln, ne? Ja, genau. Sieht sich sehr ähnlich. Ja, genau. Haben beides einen Turm, ein paar Mauern, Loot. Ah, der Vogel ist aber aggressiv drauf. Der hat auch seinen Spieltag angemacht. Da kommt er. Hätte er sich mal lieber versteckt.
würde jetzt noch leben. Hm. Naja, während die meisten, also wenn die Dinos erfolgreich sind in ihrer Jagd, dann ergibt sich das meistens, ja. So. Aber wir sind schon ein bisschen über der Zeit drüber. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wie heißt, Jagd auf Dinosaurier mit dem Exhumid und dem Robin. Yay. Eventuell. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen.